um da drin zu schlafen. Deshalb machen wir jetzt einfach mal 7 Stück. So, ihr seht, der geht da hin und pennt dort. Wenn da noch ein Bett drin steht, funktioniert das natürlich wesentlich besser. Das machen wir gleich. Wir ziehen jetzt erstmal hier 7 Stück auf. So, da haben wir den 4. Ich gucke, dass ich mich nicht verklicke und auf einmal noch einen Stockpile dahin mache. Schon wieder einer tot. Also jetzt weiß ich gerade nicht, was abgeht. Das war vorher nicht so, wo ich es gespielt habe. Falls jetzt einer weiß, warum das so ist, kann er mir gerne Bescheid sagen. Weil ich habe keine Ahnung. Der Baum steht uns noch im Weg, den machen wir noch weg. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Betten. Einfach mal hier ein Bett, noch ein Bett. Was ich auch ein bisschen nervig finde, man muss immer noch mal auf das Symbol klicken. Man kann da nicht multiple Platzierungen machen, das funktioniert irgendwie nicht. Weiß nicht warum. Da stehen Blumen im Weg, die müssen wir auch noch wegmachen. Machen wir gleich. So, dann machen wir einfach mit Cut die Marmoren weg. Die braucht ja keiner. Und da können wir ein Bett hinstellen. So, wenn wir jetzt noch Holz hätten natürlich, dann würde das funktionieren. Einmal hier, wir machen einfach mal hier alles platt. So. Da gehen jetzt die fleißigen Bienchen hin. Die Human Corps machen wir alle weg. Wir können hier auch einstellen, auf Manage Stockpile können wir so, dann uns dann einstellen, was wir hier nicht haben wollen. Das ist ja zum Beispiel, Misc ist das glaube ich, genau. Nochmal. Manage Stockpiles, Misc, so. Und das Disable All, die wollen wir alle nicht hier haben. Diese ganze menschlichen Überreste. Diese Carnivorous Plants, also diese fleischfressenden Pflanzen, die gehen auch auf, also die sind nicht immer zu, so wie die, und dann laufen die da rein und dann bekommen die da Blutungsschaden. Und wenn die dann eben schon verletzt sind, dann kann es auch passieren, dass die da dran sterben. So, was haben wir noch? Also, Till haben wir noch, genau. Till ist, ja, die Erde auflockern, keine Ahnung, was da jetzt genau die Übersetzung ist, rächen oder so, weiß ich nicht. Und wir können hier einfach mal so ein kleines Fältchen erstellen. Ja, machen wir es mal so groß. Und jetzt kommen die ganzen Leute. Ihr seht, ich glaube, wir haben schon wieder 2 Leute gewonnen. Das war eben schon weiter unten. War schon bei 7 Leute gewesen. Es ist schon wieder einer zugezogen. Die kommen dann einfach aus dem Kartenrand, kommen die rausgerannt und kommen hier in unsere Siedlung, die wir uns hier erstellen. So, jetzt haben wir hier unsere gerechte Erde, also quasi ein Feld. Und können dort Weizen pflanzen. Dann nehmen die einfach diese Weizendinger, die wir eben abgeerntet haben, bereiten die auf und stellen die dann da auf die Erde. So. Und da wachsen die dann. Genau das gleiche können wir auch mit Bäumen machen. Können es halt einen kleinen Baumvorrat hier anlegen. So machen wir mal so. Das müsste eigentlich reichen. Ist ja eigentlich fast schon zu viel. Und dann können wir entweder uns eigene Obstbäume anpflanzen oder wir können uns eben diese einheimischen Tannen hier anpflanzen. Das machen wir mal. Ziehen wir einfach hier so eine Reihe runter. So, und jetzt laufen die eben los und suchen solche kleinen Büsche hier und nehmen die mit und setzen die hier rein. Und dann ist eben das Gute daran, wenn wir das so machen, dass wenn wir dann die Bäume abholzen, immer diese Büsche zurückbleiben. Das heißt, das ist quasi ein Feld mit unendlich vielen Rohstoffen, das dann hier immer wieder nachwächst. Und das finde ich eigentlich, ja, ist eigentlich fast schon ein bisschen unfair, würde ich mal sagen. Aber für den Anfang eigentlich ganz gut, wo die Spielmechanik sowieso noch nicht ganz ausgereift ist. Da mal so ein unendlich Feld hinzustellen, ist vielleicht gar nicht schlecht. So, Holz haben wir übrigens auch keins mehr. Müssten wir noch ein bisschen was fällen gerade. Da macht man hier das weg. So. Weil wir brauchen nämlich immer noch Betten und die brauchen auch Holz. Und wir können, haben wir schon was drin? Wooden Helmet, Wooden Breastplate und Stone Spear haben wir schon drin. Wir machen mal hier den Fendrel d'Audrieu, oder wie der Typ heißt. Gehen wir hier mal auf Auto-Equip und machen den zu einem Soldat. Ihr seht, da oben ist jetzt ein Soldat und nur noch 7 Bürger. Und wenn er dann gleich ausgepennt hat hier auf seinem Steinboden, dann wird er eben losmarschieren hier an diese, ah, mittlerweile sind auch schon mehrere Items drin, hier an diese Amok, an dieses Amok-Kabinett und dieses Weapon-Kabinett und wird sich ausrüsten mit Rüstung und allem drum und dran und wird dann sozusagen als Guard funktionieren.
Heißt also, immer wenn irgendein Dorfbewohner angegriffen wird, dann wird der, egal wo er auf der Map ist, wird er hinrennen und versuchen, den zu beschützen. Meistens funktioniert das nicht richtig, weil die eben viel zu langsam sind und die blöden Dorfbewohner eben grundsätzlich jeden Feind angreifen, anstatt wegzurennen. Das ist halt, ja, da wäre vielleicht auch an der Spielmechanik noch ein bisschen zu feilen, wenn man da einfach den Dorfbewohnern beibringt, da ist Feind, da gehe ich nicht hin, da muss ich wegrennen. Und eben den Guards dann sagt, da ist Feind, da muss ich hinrennen, den muss ich, ja, den muss ich in die Fresse kloppen. Aber gut, ja. Hier haben wir noch Human Remains, die machen wir auch weg. Und Bones, die machen wir auch weg. Ich will keine irgendwelche Überreste hier liegen haben. Wir haben auch kein Essen mehr, sehe ich gerade. Ist nichts mehr drin. Deshalb brauchen wir, müssen wir noch ein bisschen Harvest hier machen. Und werden das einmal unseren Dorfbewohnern wieder zeigen, wie es ans Essen geht. Gibt es übrigens auch hier die Funktion, dass man denen sagt, wo war das? Food war das, glaube ich? Ja, Gathering. So, hier kann man denen sagen, ihr müsst immer 5 Äpfel auf Vorrat haben. Dann gehen die, ich weiß nicht, ob die dann hingehen und an intakten Bäumen das Obst abschlagen oder ob die dann einfach nur rummarschieren und die rumliegenden Äpfel holen. Also ich weiß es nicht genau. Soweit habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Und ja, hier wachsen unsere Büsche. Wir können auch das Spieltempo erhöhen mit Plus, glaube ich. Ja, Game Speed 3. Jetzt läuft das alles ein bisschen schneller ab. Allerdings sterben die dann auch schneller. Hier wächst ein Baum. Können wir auf Minus gehen. Dann haben wir hier Game Speed 2, 1. Ja, wir lassen mal auf 2 stehen. Ist eigentlich ganz okay. Und da haben wir hier schon die ersten Weizen. Die können wir gleich ernten. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was machen wir mit dem blöden Weizen? Da kann man bestimmt Brot draus backen. Und ja, man kann Brot draus backen. Was soll man auch anders mit Weizen machen? Und dafür haben wir eben hier eine Mühle. Die stellen wir hier hin. Und da seht ihr, da ist noch ein X. Das heißt, die wird jetzt langsam mit den dafür benötigten Rohmaterialien gefüllt. Unter anderem ist das auch eine Kuh. Moment. Mal kurz geräuspert. Tut mir leid, falls jetzt ein bisschen laut war. Ich hätte mich ja vielleicht auch mal vom Mikrofon wegdrehen können oder so dabei. Nee, man muss sich ins Mikrofon räuspern, damit die Leute auch wach bleiben. So, die brauchen auch eine Kuh. Das heißt, der nimmt die, und das finde ich aber sowas von genial, der nimmt die Kuh auf den Buckel, dreht sie rum und trägt sie da rein. Naja, so, und jetzt ist diese Mühle eben online sozusagen. Und wir können die hier automatisch an- oder ausstellen. Im Moment ist sie eben standardmäßig an. Bedeutet, jedes Mal, wenn hier geerntet wird, dann wird entweder hier noch die restlichen 3 Felder hier besetzt mit neuem Setzling oder es geht eben einer direkt an die Mühle und wirft das da rein. Mal gespannt, was der jetzt macht. Der erntet das irgendwann in den nächsten 3 Jahren und nimmt's. Was macht er? Nee, der bereitet es auf, um es hier reinzustellen. Ja, wie gesagt, machen die dann randommäßig, solange eben noch diese Felder besetzt werden müssen, laufen die entweder zur Mühle oder besetzen eben neue Felder. So, wir können dann schon mal ein Stückchen weitergehen. Ihr seht, hier haben wir auch Walls und Dächer und es gibt unendlich viele Sachen, die man hier bauen kann. Hier diese verschiedenen Steinwände. Wir bauen jetzt einfach mal sowas hier und da können wir sagen, komm her, bau das bitte einmal hier lang. Okay, er macht's nicht. Ach, richtig. Brauchen wir hier so eine Mason's Bench, also eine Steinmetzbank. Und dafür brauchen wir eben eine Masonry und die können wir auch wieder aufziehen, indem wir sie einfach hier dazustellen, so. Und dann ein Masonry Bench und dann läuft gleich wieder eine fleißige Biene los und wird das irgendwie aufbauen. Derweil stehen die hier einfach nutzlos rum. Ihr könnt ruhig mal da euch nützlich machen und dann noch ein bisschen Holz abhacken oder so. Der hängt jetzt in dieser Pflanze fest. Die werden wir gleich mal schneiden lassen. Ihr seht, der ist jetzt mortally wounded. Heißt also, ja, tödlich verletzt sozusagen. Fast tödlich verletzt. Wenn er tödlich verletzt wäre, würde er wahrscheinlich da als matschiger Brei liegen. Deshalb brauchen wir hier noch ein kleines Krankenhaus. Machen wir einfach mal dahin. So. In einem Krankenhaus stehen natürlich Betten. Und in einem Krankenhaus stehen eben auch bei den Utilities solche kleinen Pillenschränke. Und die werden jetzt alle
einer nach dem anderen wieder gebaut.